gesagt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch nochmal auf diesem Weg herzlich willkommen. Ich begrüße auch Peter Stöger, unseren Chefcoach. Am Sonntag, Peter, geht's zu Hannover. Mhm. Sozusagen die aktuell viel zitierte Mannschaft der Stunde. Was erwartest du für ein Spiel bei Hannover 96? Ja, Mahlzeit mal. Zum einen komme ich mir vor, wie in der WG, so oft sehe ich euch mittlerweile. So, trotzdem schön, trotzdem immer noch schön. Was soll man sagen? Also ich würde mal sagen, so von der Emotionalität her treffen wahrscheinlich zwei grundverschiedene Mannschaften aufeinander. Eine Mannschaft, die richtig schlecht gestartet ist, auch von den Ergebnissen her, die ganz unten steht. Ein Aufsteiger, der außergewöhnlich spielt momentan, sicher einen richtigen Lauf hat und alles sehr, sehr positiv momentan wahrnimmt. Und das macht es ganz einfach spannend. Also eine Situation, mit der wahrscheinlich zu Beginn der Saison so niemand gerechnet hat. Zum einen nicht, dass wir ganz so weit unten stehen und auch nicht, dass der Aufsteiger auch mit den Punkten so gut dasteht und auch so richtig gut auftritt. Das muss man auch sagen. Also da sind schon viele Punkte dabei, die absolut verdient waren. Also wird schwierig, wird spannend, aber es ist natürlich klar, wir sind in einer Situation, wo man sagen muss, auch wenn die Vorzeichen vielleicht ungünstig aussehen, am ersten Blick sollten wir schon mal was Zählbares mitnehmen. Das ist auch klar. Also bin jetzt auch nicht wahnsinnig schlau, wenn ich das sage, dass uns das auch gut tun würde. Mal sehen, was das Spiel anbringt. Dankeschön. Dankeschön fürs Erste. Gibt es Fragen an den Coach? Christopher Limboropoulos macht den Anfang. Ja, fünf Niederlagen in der Bundesliga ist für Sie auch neu. Ja. Wie ist das für Sie persönlich? Was gibt Ihnen Kraft, was gibt Ihnen Zuversicht im Moment, dass der FC aus der Situation wieder rauskommt? Ach, was gibt mir Kraft? Wenn ich jetzt ein halbes Jahr hier wäre oder so, dann würde ich sagen, es ist echt eine verzwickte Situation, ganz eine schwierige Situation. Die ist jetzt auch nicht leicht, aber ich kenne das Umfeld, ich kenne die Leute, auf die wir uns verlassen können. Ich kenne den Charakter auch der Mannschaft. Über so eine lange Zeit, stimmt, haben wir Spiele noch nie verloren. Aber wir haben schon mal schwierige Phasen gehabt. Nicht in einer Situation, wo wir Letzter waren und wo der Druck gefühlt größer ist, als ist, wenn du halt drei Spiele verlierst und bist Zwölfter. Das ist schon klar. Aber ich kenne diese Gruppierung und ich weiß, wie wir miteinander umgehen. Ich weiß, dass wir unseren Faktor des Vertrauens immer noch, dass er ganz hoch geschrieben ist. Und das ist schon die Basis dafür. Also wenn man das mal nicht mehr spürt oder so, dann wird es schwierig. Aber das ist bei uns, glaube ich, also da gibt's keine Veränderung. Also wir versuchen nur gemeinsam das ins Laufen zu bringen. Und das ist das große Plus, dass diese Mannschaft, die Verantwortlichen, die mit der Mannschaft arbeiten, ganz einfach auszeichnet. Und das gibt uns die Zuversicht, dass wir das hinbringen können. Die Art und Weise, das meine ich auch damit in den letzten Tagen, die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, da wird sich nichts verändern, weil wir davon überzeugt sind, dass das zielführend ist. Wir versuchen, Lösungen zu finden. Wir versuchen, die auf sachlicher Ebene. Wir versuchen, die aber so wenig wie es geht, das dann mit Aktionismus zu belegen, dass man irgendetwas macht, was gar nicht notwendig ist. Das Einzige, was wir verändern wollen, ist die Art und Weise, wie wir spielen. Das ist klar. Das haben wir aber schon gezeigt, dass wir das auch können. Und an dem muss ganz einfach gearbeitet werden. Das ist klar. Dankeschön. Weitere Fragen? Marc Merten. Herr Stöger, in der letzten Saison war auch einer der Stärken der Mannschaft, dass sie auch immer mal wieder Spieler bringen konnte, mit denen man vielleicht im ersten Moment nicht gerechnet hatte, dass sie das Gefühl hatten, der Kader ist so durchlässig, dass auch sie, auch, wie Sie gesagt hatten, jemanden mal von der Tribüne in die Startelf bringen können. Aktuell hat man das Gefühl, dass sich von der Bank oder von den Ersatzspielern relativ wenige aufdrängen. Sie haben jetzt beispielsweise einige auch in der U21 spielen lassen, das Spiel ist wohl nicht so gut gelaufen für einige dieser Spieler. Teilen Sie diesen Eindruck, dass da relativ wenig Druck von der Bank kommt? Und wenn ja, woran liegt das? Also ich habe das ja schon öfter erlebt. Es ist ja auch klar, dass es eine komplexe Geschichte ist. Du kannst es jetzt nicht zerteilen und zerlegen, dass das betrifft die Spieler, die viel zum Einsatz kommen.
nicht wahnsinnig gut performen, wenn ich das so sagen will. Und dann erwartet man, dass die, die auch in der Gruppierung dabei sind, die können sie nicht rausstellen oder sind eine andere Kategorie an Spielern, sondern das ist ja eine gemeinschaftliche Gruppe, die wir heute sind. Das hat uns immer stark gemacht. Dann können sie die nicht lossagen von einer Situation, die schwierig ist. Das heißt, auch für die, die dann reinkommen, ist die Situation nicht so einfach, wenn es nicht so läuft. Also wenn es besser läuft, dann hat man natürlich Varianten, da kommt man in ein einigermaßen funktionierendes System rein, da kannst du dann nochmal aufzeigen. Jetzt ist es für jeden, der neu dazukommt, auch nicht so eine ganz einfache Situation, damit fertig zu werden. Also es ist, ist eine neue Situation für uns, der müssen wir uns ganz einfach stellen und jeder braucht so hat einen anderen Zugang dazu und jeder braucht unterschiedlich lang Zeit dafür. Das ist klar, dass wir glücklich wären, wenn wir sagen, okay, A, B und C hat nicht funktioniert, wir bringen jetzt D, E und F, aber so einfach ist es nicht, wenn du 5 Spiele hast, die du verlierst, wenn du natürlich damit beschäftigt bist, das heißt, es geht auch nur gemeinschaftlich raus, wenn du wieder in Tritt kommst und es funktioniert halbwegs, dann können Sie ja sicher sein, dass wieder der eine oder andere, der da mal reinkommt, mit dem man vielleicht nicht rechnet, auch ein stabileres Umfeld vorfindet, das ist dann für den auch leichter. Das heißt, was ich damit sagen will, es liegt nicht an einzelnen Jungs, sondern es liegt eben daran, dass jeder in seinem Bereich klar mehr Leistung abrufen muss, jeder. Also da zähle ich natürlich das Trainerteam genauso dazu. Wir müssen auch schauen, dass wir das an vorderster Front in Gang bringen. Aber dann ist es auch für die Spieler halt einfacher. Also das kann man drehen, wie man will. Also man kann sagen, es kommt nichts von hinten nach, es gibt keine Konkurrenzsituation. Ich kann aber sagen, es ist ganz einfach schwierig und so würde ich es eher einordnen. Ja. Dankeschön. Gibt es weitere Fragen? Eine Nachfrage von Marc Merten. Ja, dann noch die Nachfrage rein zur personellen Situation. Wie geht es Artyom Srutnev und wie sieht es mit den weiteren Spielern aus bezüglich des Kaders? Ja, wir haben gestern eine lockere Einheit gehabt für die Spieler, die länger zum Einsatz gekommen sind und die bei der zweiten Mannschaft gespielt haben. Scheint alles so zu sein, dass die auch zur Verfügung stehen würden. Auch die Spieler, die gestern dann mehr gemacht haben, die belastet wurden, sieht auch so aus. Aber wie gesagt, wir haben jetzt einen Nachmittag dann Training, da kann ich dann mehr sagen. Aber so wie es aussieht, also Rudnev wird weiterhin ausfallen, Nate wird weiterhin ausfallen und Jonas Hector fällt auch sicher aus. Die anderen könnten zumindest einmal zur Verfügung stehen. Ja. Dankeschön. Hier gab es noch eine Frage. Also, das war im Prinzip auch meine Frage, aber stelle ich eine andere. Ist die Bewertung der Situation durch den Club und die Verantwortlichen hindurch gleich? Bleiben alle ruhig? Ach, naja, also die Bewertung, wenn man 5 Spiele macht, ein Europacup-Spiel macht und keines davon gewinnt oder nicht einmal einen Punkt macht, da gibt es, glaube ich, keine unterschiedlichen Meinungen. Also das ist etwas, ist, was man logischerweise als Fehlstart bezeichnet oder wo man Probleme hat in der Phase, ich glaube, das ist eigentlich allen relativ klar. Wir sind ruhig, also es ist nicht so, dass wir uns die Köpfe einschlagen, das ist schon klar. Wir versuchen so, wie wir es halt immer gemacht haben. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe, auch mit der Arbeit, mit der Mannschaft. Betrifft das ja auch den Rest des Vereins. Wir versuchen Lösungen zu finden in der Art und Weise, wie wir immer miteinander umgegangen sind. Das hat uns dazu gebracht, dass wir eben vor ein paar Tagen in London sein durften. Dieser Weg kann nicht so falsch sein, das heißt, das musst du das weiter fortsetzen, auch in einer schwierigen Phase, weil entweder ist was richtig oder ist was falsch und so falsch kann das nicht gewesen sein, aber du brauchst ja auch nicht verstecken vor irgendwelchen Sachen und das musst du schon glasklar ansprechen, weil sonst gibt es auch keine Entwicklung in der Situation und die brauchen wir jetzt. Also wir brauchen schon etwas, wo wir Reaktion zeigen, dass wir bei aller Einschätzung und bei aller Ruhe, die wir im Club haben, muss uns schon klar sein, dass es eine prekäre Situation ist und der musst du dich stellen. Also eine Situation, die wir so nicht erwartet haben, die jetzt auch nicht eine Situation für mich persönlich ist, wo ich sage, ich hätte nie erwartet, dass uns das mal passieren kann. Also das habe ich, glaube ich, auch zigmal gesagt. Das hat ja sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Mannschaften in den letzten Jahren erwischt, dass sie so einen Negativlauf gehabt haben. Und wir waren davon verschont, aber wenn man die Liga kennt, ist auch klar, dass uns das passieren kann. Dass es zu Beginn passiert, dass es zu Beginn einer Saison passiert, wo wir erst einmal im Europacup sind,
wo vielleicht die Erwartungshaltung und die Einschätzung noch ein Stück weg höher war, als ich vorher war. Das macht es nicht einfacher. Aber am Ende geht es um diese Spiele und um die Zusammenarbeit, und da muss man schauen, dass man lösungsorientiert arbeitet. Und lösungsorientiert heißt halt, in der allgemeinen Zusammenarbeit die Ruhe zu bewahren, aber den Finger schon in die Wunden zu legen, die wir haben. Und da haben wir einige da momentan. Herr Stöger, gab es schon so stille Momente, wenn Sie nachgedacht haben, wo Sie sich Anthony Modest wieder zurückgewünscht hätten oder dass er gar nicht gegangen wäre? Ach, nein, ich glaube, es ist mühselig, darüber zu diskutieren. Ich glaube, viele Dinge, die ich vor der Saison gesagt habe, die haben jetzt auch ihre Gültigkeit. Toni hat außergewöhnlich performt, deswegen sage ich das nochmal. Die Einschätzung und das, was ich von ihm erwarten hätte können, wäre nicht wieder 20 Tore plus gewesen. Vielleicht hätten wir einen Punkt, vielleicht hätten wir zwei, vielleicht hätten wir drei, vielleicht hätten wir genauso null Punkte. Dann wäre die Fragestellung, wäre es nicht besser gewesen, den Toni Modest nach China ziehen zu lassen mit der Ablösesumme und andere Spieler zu holen, die hungrig sind. Also wissen Sie, du kannst dich da im Kreis drehen. Und das hilft uns auch nicht weiter, sondern unser Zugang ist der, wie die Situation ist, wie die Mannschaft dasteht. Ich bin der Meinung, die Mannschaft ist konkurrenzfähig in der Bundesliga, ist besser, als wir uns momentan zeigen. Und dieses Gesicht müssen wir wieder zeigen. Und das ist halt Trainerjob, darauf so hinzuarbeiten, dass es funktioniert. Also die Jungs haben es bewiesen, dass sie es können. Die Jungs haben auch bewiesen, dass sie gut Bundesliga-Fußball spielen können. Nicht nur Bundesliga-Fußball, sondern richtig gut. Und mein Anforderungsprofil, das wurde damals so erstellt, dass ich mit Bundesliga erfahrenen Spielern, dass ich das hinbringe. Und das ist meine Aufgabe. Und nicht darüber nachzudenken, was mit Toni jetzt in China ist. Dankeschön. Weitere Fragen an den Trainer? Wenn das nicht der Fall ist, wir freuen uns über 3000 Fans, die uns nach Hannover begleiten. Ihnen allen einen schönen Nachmittag und ein schönes Training. Dankeschön. Dankeschön.